So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blaue Edition. Und willkommen auf der MHN. Verzeihung, hast du einen Tiger. Takikiro zeigt das Go-Ticket, das wir von Bell bekommen haben. Großartig willkommen auf der MHN. Oder so, keine Ahnung. Ich kann es nicht aussprechen. Aber hier kommt wirklich eine supi geile Musik, die ich echt vorab feiere. Ja, ich mag die Musik. Leider müssen wir sie schon wieder beenden, weil hier sehr, sehr viele Trainer sind, die nichts Besseres zu tun haben, als mich herauszufordern. Ja, man merkt auf jeden Fall, was hier losgeht. Bukano Level 18 gegen unser Master Diktor Level 24. Schaufla! Das ist. Noch ein Fukano, aber da lässt sind wir unser Turtle dran, das überpowert auf 27 ist. Ja gut, aber dadurch kriegen wir ein paar EP-Punkte dazu. Teilen wir lieber die Kämpfe. Hier war es jetzt recht eindeutig. Ja, ich wollte diesen Trainer jetzt gerade machen. Wir gehen jetzt, glaube ich, hier aber hier rechts runter. Ich glaube, das war jetzt nicht die Küche. Nein, das war nicht die Küche. Die Küche kommen wir später. Nein, ich wollte Pikachu. Gut. Das sieht schon besser aus. Ja, jetzt kommt nämlich Pikachu mit dem Upleveln drin. Oh, ein Top-Trank. Füllt alle KP auf. Aber ich finde trotzdem den Top-Genesung an mir noch am besten, weil der heilt auch die Statusänderung. Finde ich supi. Top-Trank ist auch ganz nett, aber Top-Genesung toppt einfach alles. Top-Top und Top-Top. Ja, das Niveau steigt schon mal wieder ganz weit in weiter Ferne. Egal, Pikachu muss Levels erreichen. Volltreffer. Supi. Immer noch kein Level. Okay. Na, wollen mich die Leute hier schon wieder ärgern mit Superschall? Wollen wir mal wieder Taktik perfekt spielen? Ja, sowas denke ich mir immer. Kein Level bekommen. Fast über 1000 EP bekommen, aber kein Level gestiegen. Was ist das denn? Was ist da denn los, ey? Pikachu, was geht bei dir ab? Warum steigst du kein Level auf? Kann ja gar nicht wahr sein. Luchas, Level 21. Du bist mir zwar gegen... Mehr als gegen... Keine Ahnung, wie das Wort heißt. Ja, auch meine Sprachkenntnisse haben Defizite. Beziehungsweise mein Gedächtnis hat Lücken. Und das richtig viele. Ich erinnere mich nur an Lösungswege. Ich habe ein kurzes Gedächtnis, aber ich kenne die Lösung aller Spiele, die ich je gespielt habe. Ja, darum geht es um jeden Pokémon-Titel, außer Rubin, Saphir und Smaragd. Das kann ich mir irgendwie nicht merken. Oder ab gewisser Zeit nur ein Teil bis zum 4. Norden, danach. Ne, bis zum 5. Und danach war es das. Ne, bis zum 6. auch. Auf jeden Fall danach. Ab nach dem 6. habe ich keine Ahnung. Mit dem Tauchen und sonst was, aber da würden wir eventuell noch drüber reden, wenn ich mal bereit wäre, das Spiel zu despen. Aber das steht noch in weiter ferner Zukunft. Oder was machen wir erstmal Pokémon Go zu erledigen? Erstmal ein Projekt nach dem anderen. Zu viele hat man leider schon in meiner Vergangenheit gesehen, dass das nicht funktioniert. So, Takiro besiegt den Matrosen. Was haben wir hier? Ein Ether. Der die AP eines Pokémon-Attacken wieder aufnimmt. Auch hier ist der Top Ether am besten. Weil der alles auflädt. Aber auch nur von einer Attacke. Ich glaube, der Elixier lädt alles auf. Alle Attacken. Ja, hier gibt es auch ein Elixier. Ja, man fragt sich dann wirklich, ob Pokémon und Final Fantasy irgendwie miteinander zusammengearbeitet haben. Paar Ähnlichkeiten zu viel, würde ich sogar meinen.
So, 405, wir sind Level 22 gegen ein Sterndo mit 11 KP. Nee, kann ich nicht machen. Ja, wir wären nämlich auch down gewesen. Der Angriff hat nämlich exakt 11 gezogen. Ja, wohlgemerkt. Der nur 6. So. Super Pikachu, mach deine Arbeit. Und mach sie gut. Pikachu werden wir auch bald entwickeln. Wahrscheinlich. Ja, nicht bald, aber... Es dauert... Ja, gut, vergiss, was ich gesagt habe. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, wenn er so im 45er-Bereich ist, werden wir ihn entwickeln. Weil, wenn es sich entwickelt, kann es aufgrund auch immer keine Attacken mehr lernen. Ja, das ist ziemlich dämlich. Deswegen muss ich das Pokémon so lange leveln, bis alle Attacken... Dankeschön, Tentara, für die verfickte Verwirrung. Immer Verwirrung. Dankeschön. Schön. Okay, Pikachu, du bist down. Wie gesagt, mit Verwirrung habe ich es nicht wirklich so. Da kann mich absolut jeder besiegen. Absolut jeder. Wenn es um Verwirrung geht, bin ich draußen. Schade! Pikachu kann nämlich hier super gut leveln, weil das alles Wasser-Pokémon sind. Naja, Kaubohr muss auch ein bisschen leveln, dann ist das schon in Ordnung. Reicht Level 2, 21. So, Mucha ist noch dran. Ja, ein blöder Panzerschutz. Ja, ich finde die Musik wirklich so genial. Ist so ein Ohrwurm einfach. Wenn man das paar Takte zu oft gehört hat, dann summt man schon alles mit. Ist jedenfalls mir, geht mir jedenfalls so. So, wir machen die untere Ecke schon mal fertig. Gehen dann aber wieder zurück zu unserem Pokémon Center, weil ich es hasse, wenn meine Pokémon nicht voll aufgeladen sind. Dass der jetzt ein blödes Macholo hat, finde ich jetzt gar nicht nett. Oh, es geht down. Hätte ich nicht erwartet. Ja, das tut mir nicht leid, dass du von einem Kind besiegt wurdest. Du bist einfach so schlecht. Aber die Musik hier von der MSN finde ich so genial. Fühlt man sich wirklich auf dem Schiff. Wie gesagt, Musik... Bei einem Spiel ist es wirklich super wichtig. Das ist eigentlich schon, man kann sagen, wichtiger als die Story, wichtiger als die Grafik. Also jetzt kann ich ja auch mal ein kleines Geheimnis entwickeln. Was mir wirklich das Wichtigste von einem Spiel ist, ist natürlich ganz klar, dass die Story verdammt gut sein soll. Also, dass sie einen fesseln soll. Dazu ist ja ein Spiel natürlich da. Was mich dann aber auch noch super enttäuschen kann, trotz dass die Story 1A ist, ist die Musik. Wenn die Musik nicht gut ist, oder nur bedingt gut, dann macht mir das Spiel nicht wirklich viel Spaß. Also bei mir ist wirklich diese zwei Faktoren, Soundtrack und die Story sind wirklich wichtig. Danach kommt bei mir erst die Steuerung. Ja, und dann kann man noch sagen, Langzeitmotivation, also wie lange man da insgesamt dran ist. Das ist dann die vierte wichtigste Sache. Und ganz zum Schluss. Also man kann sagen, auch Multiplayer-Modus geht noch mal dahinter.
Langzeitmotivation. Und dann zum wirklichen Schluss ist wirklich die Grafik. Wieso die Grafik jetzt bei mir zum Schluss ist, ist ziemlich einfach zu sagen. Ich bin ein Retro-Spieler auch, deswegen spiele Spiele, dessen Grafik wirklich schon super veraltet ist. Und mir ist es eigentlich komplett egal, ob die Grafik nicht wirklich das Beste ist. Hauptsache, das Spiel gefällt mir. Deswegen sind es gut, natürlich die aktuellen Titel, wenn die super aussehen, dann findet man es geil. Aber für mich ist das nicht wirklich das aller Wichtigste an einem Spiel. Deswegen rege ich mich auch immer ziemlich doll auf, wenn ich die Games aktuell lese. Also ich mag die Zeitschrift wirklich, sonst würde ich sie mir ja nicht schon seit sonst was Jahren kaufen. Seit über 4 Jahren kaufe ich mir die ja schon. Aber ich muss mich irgendwie fast jedes Mal aufregen, wenn da steht, die Grafik ist scheiße. Und dann ärgert es mich noch besonders, wenn ich das Spiel zu Hause habe und so geil und es richtig geil fand. Ne? Nur weil die Redaktion meinte, ja, in dem Quadratquotient 5,75 da ist die Textur so verschwommen, dass das nicht gehen kann. Oder die Detailrate ist so schlecht, dass man das nicht sehen kann. Und erfasse ich mich, gehe ich an den Kopf und sage, warum achtet man auf sowas? Also ganz ehrlich, in dem Ego-Shooter-Spiel interessiert es doch keinen Menschen, ob der rechte Stuhl scheiße aussieht oder ob der Detail HD Definition hat. Wen interessiert das? Im Multiplayer-Modus interessiert das sowieso keinen Menschen. Da muss man achten, dass man nicht gleich sterben tut. Was man ja ziemlich schnell tun kann. In dem Horrorspiel kann man es nur bedingt sehen. Da stimme ich teilweise zu. Wobei ich Revelations ziemlich cool fand, ne? Also Resident Evil Revelations. Fand ich ziemlich cool, obwohl die Grafik nicht wirklich High Definition war. Und danke schön dir daran, dass du trotz Paralyse zweimal angreifen durftest. Ist klar. Aber wirklich, Grafik ist nicht immer alles. Was ich ziemlich schade finde, da ich mit dieser Meinung sehr alleine stehe. Als Beispiel, meine Freunde stehen alle immer auf Grafik. Oder die ich kenne, sagen, Grafik ist ein Muss. Das muss sein. Und ja, ich stehe wirklich da mit meiner Meinung komplett alleine. Da mir die Grafik wirklich an letzter Stelle was ausmacht. Wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Naruto spiele, also wirklich Naruto Ultimate Ninja Storm 3 oder auch der zweite Teil, die waren von der Grafik einfach nur geil. Oder als ich Bravely Default gespielt habe für den 3DS, einfach nur geil. Also die Grafik war super. Da gab es nichts zu meckern oder so, ne? Aber wenn dann Spiele kamen, wo gesagt wird, die Grafik ist scheiße. Sie tun ihre Arbeit, das habe ich bemerkt, aber warum wird ein PS3-Spiel beim heutigen Datum im Jahre 2014 als scheiße bezeichnet? Wobei die PS4-Spiele auch nicht wirklich das Gelbe von Ei sind, ne? Wobei ja auch viele PS4-Spiele schon kritisiert wird, dass die Grafik scheiße ist. Da frage ich mir am Kopf, die PS3 hat wie viele Jahre gebraucht? 5 Jahre, bis man wirklich so gut wie alles aus der rausgeholt haben. Und man erinnere sich an The Last of Us und so, dass richtige Grafikbomben waren. Und 2 Jahre später wird gesagt, nachdem die nächste Generation gesagt ist, ja, die Grafik von PS3 und so ist scheiße. Ja. Würde ich mal gerne mal eure Meinung wissen, was ihr dazu sagen würdet. Würde ich mal gerne wissen. Haltet ihr auch, dass die Grafik wirklich das absolute Wichtige auf dieser Welt ist? Und dass in jedem Spiel die High Definition dabei sein muss, vor allen anderen Spielelementen? Und falls ihr auch meiner Meinung seid, was für eine Ranglist habt ihr denn? Also, habe ich ja aufgezählt gehabt, Story, Grafik, etc. Was so bei euch da auf Platz 1, was ist für euch wichtig hier am Spiel?
Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Würde mich mal interessieren. Also ich bin da, das ist so ein Thema, da kann man echt wirklich diskutieren. Drüber. Was ich aber auch genau so beschissen finde, jeder fand die PS3 und Xbox 360 cool. Also sehr, sehr viele, ist ja eine große Fangemeinde dahinter, ist klar. Und jetzt wird auch in Zeitschriften, unter anderem halt in der Games aktuell, sehr groß gesagt, dass ja keiner mehr die PS3 und Xbox 360 braucht. Die kann man jetzt wegschmeißen. Die Grafik ist scheiße, die Spiele dafür sind auch nicht wirklich gut und keiner braucht es mehr. Da wir ja alle jetzt eine neue Generation haben, sagen wir, dass die alte Generation nicht mehr notwendig ist. Ja. Ich glaube, ihr versteht wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Und ich finde sowas lächerlich. Ich bin zwar unter einer der Glücklichen, die schon die nächste Generation Konsole zu Hause haben. Ich habe eine PS4 unter anderem. Einfach nur, weil die Spielauswahl da fand ich cooler, weil ich unter anderem auch auf neuen Resistance-Teil freue, Drive Club etc. und so. Also ich wollte die PS4 sehr gerne haben, nichts Xbox One. Nicht wegen Leistungsverhältnis etc. oder weil ich Sony bevorzuge, wobei ich alle anderen Konsolen Teile habe, also PS1, PS2, PS3 und so. Ja, ich besitze sie, aber ganz, ganz viele haben das nicht. Und wer kann sich jetzt auf spontan 400 Euro leisten? Ja, finde ich einfach ziemlich komisch. Und dass dann trotzdem von den Herstellern oder von den Gamezeitschriften gesagt wird, nur das ist super. Deswegen, ich finde das immer so ganz blöd. Auch werden die Spiele auch nicht mehr wirklich direkt angeguckt gehabt, wenn man sie kaufen möchte. Also man guckt, geht in den Laden, guckt sich ganze Spiele an und guckt dann mit dem Smartphone im Internet auf einer Spielzeitschrift und guckt sich die Wertung an. Ganz ehrlich, bei dem Thema könnte ich auch schon wieder ausrasten. Nur weil das Spiel nicht 80% oder so hat, ist es nicht spielenswert. Ist scheiße. Und das finde ich ziemlich traurig, weil sehr viele Spiele, die eine Wertung unter 80% haben, ich habe ziemlich viele Spiele davon, fand ich persönlich ziemlich geil und rate jedem, dass er das spielen sollte mal. Also sich selbst eine Meinung bilden sollte. Aber das tun ziemlich wenige. Finde ich sehr traurig, dass mehr auf die Zeitschrift geachtet wird, auch wenn die einen fast nicht enttäuscht hatte. Und dann habe ich mir ja mal so einen Lesebrief-Ecke da bei der Games Aktuell mal durchgelesen gehabt, wo auch so ein Typ gesagt hat, warum habt ihr mich nicht informiert, verdammt nochmal, jetzt habe ich mir ein Spiel gekauft, 50 Euro ausgegeben und es ist einfach nur scheiße und ihr konntet das Spiel nicht vorher bewerten. Und dann denke ich mir wirklich dabei und sage, hat man nichts Besseres zu tun, als zu warten, dass die Gamezeitschrift das Spiel rauspumpt, eine Bewertung sagt und sagt, kauft es euch bloß nicht, da die Wertung ja unter 80% ist. Also nicht spielenswert. Ja, und dann denke ich mir wirklich am Kopf und sage, hat man keine eigene Meinung oder so. Finde ich sehr traurig. Weil, wie gesagt, ich habe viele Spiele, die unter 80% sind, von den Gamer-Zeitschriften. Wohlgemerkt. Und in Wirklichkeit waren das echt gute Spiele. Also für meine Verhältnisse waren das ziemlich coole Spiele, die mich kurz als auch lang motiviert haben. Also es gab schon einige, die schon 14 Jahre auf dem Buckel haben und wirklich sehr spannenswert sind. Ja, ich finde das so traurig wirklich, dass mehr auf die Geheimzeitschrift geachtet wird, als auf den eigenen Menschenverstand. Also ich sag mir immer, man sollte mal wirklich Spiele ausprobieren. Man sollte es einfach mal wagen, etc. Und ja, ich habe mir mal auf Just for Fun, als ich mal in einem GameStop drin war, habe ich mir Zone of the Enders geholt, was von Hideo Kojima, von
Konami ist, also dem Erfinder von Metal Gear Solid, sagt wahrscheinlich jedem sofort, was der Metal Gear Solid kennt. Und ja, Zone of the Enders ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Was ich ziemlich heftig fand, dass es nur noch 2 Euro wert war. Also GameStop hat das Spiel für 2 Euro angeboten. Die CD war nicht mal angekratzt oder sonst irgendwas. 2 Euro für ein Spiel, was echt cool war. Wobei es recht kurz war. 5 Stunden war ich, glaube ich, durch. Und ja, aber trotzdem, 2 Euro, das war dann schon ziemlich mickrig, also ziemlich günstig. Obwohl das Spiel echt fantastisch war. Es hat Spaß gemacht. Obwohl es halt sehr kurz war. Ja. Also ich... man sollte sie, sollte mal was wagen. Natürlich würde ich auch sagen, hier, wenn man ein neues Spiel gekauft hat und es schnell durchgezockt hat, in meinem Fall war das nämlich zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations, habe ich 60 Euro hingeblättert gehabt und hatte es nach 2 Tagen durch. Für mich als wahrer Naruto-Fan war das ziemlich bitter. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gar kein Internet, deswegen konnte ich auch nicht die Online-Kämpfe machen. Story hatte ich durch, Charaktere hatte ich auch alle durch, schon freigeschaltet etc. Glaube ich jedenfalls, soweit es geht. Auf jeden Fall hatte ich die Story durchgehabt. Und ja, ich war ziemlich baff, da mich der Vorgänger so beeindruckt hatte und ich fand ihn so genial. Und da kommen sie mit so einem Titel rein und sagen hier, das war's. Du spielst es durch, zack, das war's. Ja, ich rede ich guck schon wieder auf die Uhr und wir haben schon wieder zu viel Zeit. Sorry Leute, dass ich euch jetzt so voll gequatscht habe. Wir müssen natürlich den Part beenden. Ist schon wieder viel zu lange. Und ja, wir reden dann wahrscheinlich weiter in der nächsten Part von Pokémon Blaue Edition, wenn ich mich dran erinnere. Schreibt mir aber trotzdem eure Meinung rein. Würde mich super interessieren, was ihr mal von den Meinungen hört, die ich jetzt gerade so gesagt habe. Ist wirklich ein Diskussionsthema. Und bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Blaue Edition. Bis dann und haut raus. Ciao.